Jo Leute und willkommen hier zu einem neuen Format bzw. einer neuen Serie. Ja, ich bin's mal wieder, Beats, ne? Und ja, ich habe mir mal was überlegt bzw. habe mir von euch helfen lassen. Und ja, das Ganze nennt sich Quick Challenge. Und zwar werde ich hier Challenges von euch annehmen, die ihr dann bitte in die Kommentare schreiben sollt. Und ja, dann werde ich halt eure Challenges auswählen und die dann versuchen zu bezwingen bzw. zu schaffen in Quick Survival Games. Das sind nur Quick Survival Games Challenges. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich in der Runde wieder und dann stelle ich euch schon die erste Challenge vor. Bis gleich. Drop the Bass. So, da sind wir auch schon in-game und ich stelle euch die Challenge jetzt mal vor. Die ist von Patrick Stars. Er schreibt, mach mal bitte Challenges. Und ich darf nur mit den schlechtesten Sachen kämpfen. Das heißt nur mit Goldrüstung und einem Holzschwert und muss die Runde versuchen zu gewinnen. Das Ganze werde ich jetzt mal ausprobieren und mal gucken, wie gut ich das schaffen werde oder ob ich es überhaupt schaffen werde. Ich nehme mal an, die erste Runde gewinne ich nicht, aber ich gebe mein Bestes. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein Holzschwert, das ist sehr gut. Das dürfen wir ja benutzen. Ein Eisenschwert, ich weiß nicht, das darf ich nicht benutzen. Ob ich es mitnehmen darf, ich würde mal so sagen, ja, ich nehme es einfach mit, damit die Gegner das nicht bekommen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Kiste ein Eisenschwert bekommen sollte. So, und ja, für die nächste Folge Quick Challenge müsst ihr dann halt wieder neue Challenges in die Kommentare schreiben. Ihr könnt wirklich alles nehmen, ich werde mir dann die besten rauspicken, euch dann ja auch im Video halt erwähnen, ne, logischerweise. Und das darf ich nicht verwenden, aber ich nehme das mal mit. So. Ja. Gut, den haben wir. Das nehme ich mit, nur damit kein anderer das bekommt. So. Was darf ich davon anziehen? Die komplette Goldrüstung darf ich anziehen. Goldhelm habe ich nicht. So. Goldhelm habe ich nicht. Oder vergucke ich mich hier? Nein, Goldhelm habe ich nicht. Schade. Dafür aber 20 Pfeile. Ich denke mal, einen Bogen darf ich benutzen. Davon stand jetzt nichts drin. Deswegen benutze ich den einfach mal. Und wir sind schon im Deathmatch, Leute. Das ist schon mal echt gut. 20 Pfeile. Und, komm, komm, komm. Jawohl. Nice, den haben wir auch noch. Puh. Das heißt, es ist nur noch ein 1 versus 1. Und ich habe 22 Pfeile. Wenn ich den guten Bogen treffe gleich, könnte das durchaus auch sein. Der hat auch nur Goldrüstung. Oh, oh, der hat ein Eisenschwert. Oh, der hat ein Eisenschwert. Fuck. Das. Nein, 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 nein. Der hat auch einen Bogen. Nein. Oh, Kacke. Wenn das jetzt hier direkt beim ersten Versuch klappt, ne? Das wäre einfach mega. Nice! Ich habe die Runde gewonnen mit einem Herz. GG. Und das nur mit einem Holzschwert und Goldrüstung. Direkt die Runde gewonnen. Alter, Alter, Alter. Mega geil. Direkt erster Versuch. Direkt. Oh mein Gott. Hätte ich nicht gedacht. Wirklich. Also die erste. Der erste Aufnahmeversuch. Alter. Yo, hätte ich jetzt ernsthaft nicht gedacht. Ich dachte, ja, okay, jetzt sitze ich hier wirklich ein bisschen dran. Aber ja, ich würde mal sagen, das war's mit der Folge. Ich bin jetzt nämlich, ich habe nur eine freie Stunde, das heißt, ich habe nicht so viel Zeit. Deswegen ist die jetzt kürzer und nur zur Veranschaulichung, dass ich jetzt eure ja, Challenges verwenden werde. Ihr müsst einfach nur Challenges in die Kommentare schreiben. Also kann wirklich alles sein von 3000 Kills in einer Runde. Ja, lustig, ne, was natürlich nicht möglich ist. Bis, keine Ahnung. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Einfach Challenges in Quick Survival Games. Nur Quick Survival Games. Ich mache nichts anderes. Und ja, ich überarbeite das Video jetzt. Schneide das ein bisschen und werde das dann so schnell wie möglich hochladen, damit das heute noch kommt. Das ist ja nicht so lang. Und ja, deswegen, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Daumen nach oben, falls euch diese neue Serie gefällt. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, falls ihr morgen wieder einschaltet. Vielleicht gibt es dann die neue Folge, wenn gute und reichlich Challenges kommen. Also ihr werdet auf jeden Fall erwähnt und euer Bild wird wie gerade das von Patrick Schaas eingeblendet natürlich. Und ja, ansonsten, wie gesagt, bis dann und bis morgen. Tschüss. Psch. Ciao.